Ja, dann machen wir uns wieder auf die Suche nach Sklaven, ich meine, oder Freunden. Koordinaten haben wir. Ich würde mal sagen, wir gehen in die Richtung. Wir haben Sweetberries, die sollten reichen. Kann man mal jemand sagen, warum ich eigentlich schon auf einer Insel gespawnt bin? Da ist Sugarcane. Vielleicht komm deswegen. Zu Papa. Komm zu Papa. Jetzt bin ich wirklich Sugar Daddy. Oh, Kalle. Hey, Minky. Oh, geil. Ich hab die Weiterentwicklung. Möchtest du mein Pokémon sein? Also nicht du. Ich möchte nicht mit meinen Bällen verfangen. Hast du gleich ganz still. Ich bin gerade ein bisschen konzentriert, weil ich gerade fast gestorben wäre. Nicht so gut. Nicht unbedingt. Ein Shipwreck. Komm, gib mir bitte Bambus. Das wäre das Beste, was ich jetzt finden kann. Gib mir Bambus gleich. Was? Ich kann nicht bewegen, was war das denn? Irgendwo Dschungelholz. Jetzt in die Kisten gibt's hier drin jetzt nicht. Oh. Schon mal Schuhe, schon mal anfangen. Mit Mending drauf. Ja gut, kann man drauf verzichten, aber ist okay. Paar Suppen. Oh, giftige Kartoffeln. Das hab ich mir schon immer mal gewünscht. Oh, Karte. Toll. Man kann dadurch vergiftet werden. Was passiert mir? Ich werde dadurch vergiftet. Ja. Und habe ich Night Vision auch noch? Okay. So, was hast du mit der Karte? Wo muss ich hin? Da lang. Ja, unter Wasser. Da, wo es sich gehört. Ja. Da bin ich mal intelligent, immer Zäune mit, ne? Oh, jetzt haben wir schon mal Kelp. Hey, beide habt's gefangen, GZ. Oh, perfekt. Danke. Hat zwar auch Level 15, aber ist nicht so gut. Mhm.
Ja, das gibt's ja gar nicht mehr mit. Das ist ja mittlerweile alles schon Dings hier. Einiges müssen wir. No. Wie war das mit dem? Gott, ich bin voll überfragt. Ich glaube, hier diese Regel, dass. Ich schätze immer bei 9,9 sind, aber wo sind nochmal die Zahlen für 9,9? Ich weiß es nicht. Ich sehe sie nicht. Obwohl, warte. Doch hier. 9. Da ist 9. Also hier. Ah, tatsächlich. Na, oh, Jackpot. Da. Hab ich alles? Nice. Wohl? Nee, nicht alles. Warte. Na, was haben wir noch hier? Das lassen wir hier, das lassen wir hier. Aber ist ja nicht weggeschmissen, sondern nur hier gelassen. Von daher ist es in Ordnung. Ich werde es bestimmt immer irgendwo wiederfinden. Ich muss die Koordinaten aufschreiben, dann kann ich mir das immer wieder abholen. Ja. So, auf dieser Kiste haben wir die Koordinaten. Warte, schreibe ich mit dahin. 411 62 541. Nur zu Chunk Base. Was? Chunk Base? Oh Gott, ich fühle mich gerade mega wie so ein Noob, aber ich habe gar keinen Plan. Ich habe da auch keinen Plan. Da fange ich aus. So, nee, nutze ich nicht. Noch nie genutzt. Dann, weil wenn ich sowas nutzen würde, ich suche sowas lieber. Da habe ich dann halt diesen Ärger, etwas zu suchen, weißt du? Dann laufe ich lieber 3, 4, 5 Stunden rum und suche irgendwelche Dinge. Statt dass ich mir das angucke, wo das ist, weißt du? Ein Bambus zum Beispiel, das war halt nur so ein. Hätte ja da sein können. Wenn ja, wäre nice gewesen. Wenn nicht, dann Bock auf. Nö, ich hab halt doch die Nase voll. Wollen wir in die Richtung, ne? Ach ne, musst du 430. Stopp. Halt. Stopp.
Ich ist doof. Ah, oh, bitte weglaufen. Ich sehe es doch schon. Ich komme nur nicht so rüber, wie ich dachte. Ich muss mir mal irgendwo Wasser platzieren, Mann. Das fehlt komplett. Komme ich auch irgendwo runter? Ah, kürzester Weg. Also fast. Ich hab super ein Dorf gefunden. So, komm hier, zack. Sugarcane, die können wir eigentlich auch mal gleich anpflanzen irgendwo. Da ist jetzt eiserne Wand, würde mich veralbern. Mich von so lange gesucht habe, jetzt finde ich hier Eisen in der Wand. Danke. Eins. Cool. Ach, wow. Intelligent. Das Kies ist auch sehr intelligent. Nehmen wir hier Erdzeug. Was drin? Kommen wir da rein. Habe ich jetzt 16 Eisen gefunden. Gut, gut, gut. Mikro im Weg gewesen. Ich würde natürlich dieses Feeling, dass irgendwas auf mir rumkrabbeln würde. Richtig, richtig eklig. Wirklich schon echt eine Menge. Krass. Da hast du trotzdem echt Ausdauer gezeigt, muss man sagen, ne? Not bad.
Ja, wie gesagt, manchmal ist halt dieses, also bei mir ist halt wirklich dann der Ehrgeiz, dann suche ich halt ein bisschen länger. Aber da habe ich es halt geschafft, so, ne? Was ich nicht alle stundenlang gesucht habe. Und im Endeffekt, irgendwo findest du alles. Ein Porygon 2 im Chat, Alter, was? Was zum? Ah, ich komme wieder hin, Brunner. Da haben wir dann auch gleich Bock drauf. Ach, Porygon 2, zweite Generation? Ja. Ich glaube, ich habe noch nie Porygon gefangen. Ja, GZ, Connor. Oh, danke. Und danke, Marlon. Danke, danke. So. Ein Cutaways. Ja, du. Da geht uns meist nicht anders. Sie fertigen? Bleibt beim Super, ja. Würde ich im meisten Fall auch machen. Of water breathing. Ich komme mit Platz. TNT ist, würde ich sagen, Dekoration. Aufräumen nehmen wir jetzt, zack. So, das ist auch Stuff.
Das haben wir. Das haben wir. So. Ich geh mal kurz was zu trinken gleich organisieren. Pass auf. Nehmen wir jetzt Holz. Warte mal. Dann nehme ich das. So. Und das. Nehmen wir jetzt das Bett. So, nein, ich nehme es nicht, aber ich schlafe drin. Holz, welches ich natürlich nicht habe. Nice. Industriedistrikt, wo? No, gibt's keinen. Nee, wird doch kein geben. Industrie wird's nicht geben. Wo das mich mit? Er weiß, wahrscheinlich brauche ich's. So. Ach so, ja doch. Immer mit Ruhe, ne? Eins am anderen. Das kommt noch. Und ich sage jetzt, ich fahre jetzt darüber über das Wasser und ich werde sofort was Cooles finden. So. Ich habe zwei Schildkröten gefunden. Cooler geht's nicht. Ne? Cola geht's nicht, ja. Wenn der tot wartet, werde ich ihn mit offenen Armen begrüßen. Ja, hab gleich ein Dreizack dabei. Hier schon. Soll ich vielleicht ohne Rüstung nicht machen. Bestimmt etwas Cooles. Ich esse, wann ich Bock habe. Hallo. Ich werde schon nicht von uns gehen. Ich werde doch nicht drauf gehen. Da gehe ich nicht von aus. Übel reingehauen, ne?
Voll vergessen, dass es auf hart gut Schaden macht. Hab ich so ein little bit vergessen. Ja klar. Hallo. Da spiel ich auf hart. Ich sehe. Hardcore wollte ich halt nicht wegen Welt und so. Aber hart auf jeden Fall. Ja. Ein Electek. Hab ich noch nicht. Jetzt kommen sie aber alle. Hammer, ne? Mhm. Halt, Wolf, das sind meine Schafe. Hier sind drei davon. Jetzt können sie haben. Hier ist auch nicht so geil. Rot ist gut für später. Dripstone. Komm ich da am besten runter? Von da. Dripstone nehme ich. Cave Diving wollte ich aber eigentlich erst nicht so ein bisschen Platz für den Stuff haben, ne? Also erkunden und Cave Diving ist schwierig, finde ich. Okay, falle bei jedem richtig runter. Ich liege noch nicht mal ein Hart, aber wenn ich halt unterwegs bin und da meine Taschen halt voll mache, dann habe ich halt auch keinen Platz mehr für die ganzen Erze und so, ne? Darum ging es mir ja nicht gerade eher. Boah, das war so richtig intelligent, ne? Aber das da muss ich mitnehmen. Eisen ist wichtig. Nämlich mit Kusshand. Nee, wir nehmen Gier nicht. Ich meine, ich habe ein Schild. Mit einem Schild ist nur so einiges gerettet. Damit ist schon so einiges gerettet. Wieder rote Blumen. Die haben bei dem Stack, höre ich glaube ich auf. Kann man das schon Kannibalismus nennen, wenn ich mir eine Blume Blumen kaputt mache? Mach euch mal Gedanken. Kann man?
Muss man aber nicht. Nächsten Blumen, was ist denn hier los? Ja, Caves and Cliff auf jeden Fall. Ich hab's in Vanilla noch nie gesehen. Also doch, hin und wieder so schon bei anderen, aber selbst noch nicht. Warte mal. Neue Koordinaten schreiben. Batman soll mir vielleicht auch. Einzige rote Blumen, ich bin zufrieden. Perfekt. Ich bin Level 59, fast Hälfte und dann. Ja, also ich brauche nur noch die Hälfte und dann bin ich Level 60. Perfekt. Ich habe Zeit. Wird Zeit. Wie viele Blumen sind denn hier? Was ist das für ein Biom? Mido-Bio, ah, okay. Sick. Am liebsten hätte ich jetzt ein Dörfle hier, ne? Ich mir das Diamantensuchen nämlich sparen. Eine Kühe. Hühnchen sind hier, perfekt. Wenn noch Schweine hier sind, wären ja alle Tiere hier. Ich dachte, ich habe einen Dschungel gefunden, das wäre jetzt halt wirklich schon Jackpot gewesen. Rosen sind rot, Veilchen sind blau, halt deine Fresse. Was? Weiß nein, genau. Sag sowas nicht, genau. Diese böse Aussprache hier. Mann, Mann, Mann. Connor. Du musst mich doch zügeln. Darauf würdest du doch nur stehen. Klar. Tierisch. Ja, ich glaube auch. Ah, Mann. Ich mag es, wenn ich angebellt werde. Oh, kann er. Ah ja, kann er. Gib halt Sprachnachricht bitte. Puh, damit du es dir nochmal anhören kannst. Klar. Ah ja. Rosen sind rot, Kalle ist blau, Connor in der Ecke interessiert keine Sau. Boah. Da hat der die aber richtig rausgehauen. Oh ja. Ach so, GZ. Wegen Electric. Hab ich gefallen? Black, nein, Black. Ah. Lebt. Sag mal, was ist das hier? Ich finde, also, ich finde hier gar nichts.
Ich finde hier gar nichts. Auch sogar Esel sind hier. Ist ja wirklich fast jedes Tier. Geronimo! Das war knapp. Mein Leben wäre zu Ende gewesen. Ja, Kürbisse. Nehme ich. Ein Kakaoschaf. Ich will nur ein Dorf haben. Wo kannst du mal ein Achievement von nebenbei? Das ist wieder Mido. Ich habe das Gefühl, hier gibt es alles nur keine Villager. Ah, danke schön. Danke für den Tipp. Finde ich dadurch bestimmt ganz schnell. Perfekt, du bist ein super hilfreicher Chatter hier auf jeden Fall. Sicke Ding, yo. Ich meine, ich finde es eh schon mal ganz cool, einfach mal durch die Welt zu laufen. Wer weiß, was man hier so findet, außer Höhlen und Klippen und so. Ganz im Umkreis von 100.000 Blöcken. Das ist nicht schlecht. Dann habe ich hier nur einen Bereich von 201.000 zu 201.000. Jo, da ist immer Schnee. Schnee müsst ihr mit, den können wir nachher Schnee mal machen. Was ja natürlich ultra wichtig ist. Ich meine, Schneemann sollte hier zu Hause haben, oder? Aber man kriegt natürlich keinen Schnee ohne eine Schaufel. Warte. Ein Schneemann essentiell, natürlich. Dann das zwei Schneeblöcke, die brauche ich ja, ne? So lange, dass ich mir einen Schneemann gemacht habe. So. Ja, geh noch nicht hoch, ist okay.
Gibt es denn auch eine Ziege irgendwo? Oder waren die nur auf Bergen allgemein?